Hallo, willkommen zurück hier bei Pokémon auf dem Weg zur Liga. Wir heilen erstmal noch mal ein bisschen die Pokémon. Ich glaube, ein Supertrank. Naja, ich nehme doch lieber ein paar Übertränke. Sie finde hier. Ja. Einmal für Ellie. Ellie ist auch vergiftet. Da müssen wir mal gucken. Sollten wir eigentlich noch ein Gegengift irgendwo haben. Ich möchte halt eigentlich erstmal möglichst weit kommen, bevor wir dann nochmal zurückreisen, uns nochmal heilen und sowas. Und vielleicht auch nochmal ein paar, Gott, wie hießen die? Die Sachen gegen das paralysiert sein. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Da haben wir nämlich gar keine mehr. So, aber aktuell sieht es ja bei allen ganz gut aus. Was machen wir mit Pokémon? Ellie brauchen wir eigentlich nicht vorne hinpacken. Eigentlich ist Fred am besten nach vorne. Der ist als einziger noch Stufe 41. Dann machen wir mit ihm noch mal weiter. Da ist ein Pokéball. Sehr schön. Zauberwasser gefunden. Sehr schön. Okay, wo geht's jetzt weiter? Wir könnten da vorne runtergehen. Ja, dann gehen wir auch da vorne runter. Wir haben ja zum Glück Kraxler. So. Ich hoffe jedenfalls, das ist der richtige Weg. Keine Lust auf so viele Umwege. Aha. Natürlich muss hier noch mal Pokémon warten. Was haben wir denn? Oh, du bist ja süß. Ein Eneko. Oh, ist das knuffelig. Müsste, glaube ich, normal sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich hätte ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich hätte ja auch nochmal hier ab und an fangen können. Beziehungsweise theoretisch wäre das ja möglich gewesen, aber wir haben ja immer nur im Team gefangen und da finde ich das jetzt auch doof, da jetzt nochmal allein zu fangen, ein paar Pokémon. Außerdem möchte ich ja jetzt mit meinem Team, das ich jetzt aktuell habe, tatsächlich hier die Liga versuchen. Und da brauche ich eh keine neuen Pokémon mehr. Außerdem hätten wir dann Porygon fangen müssen. Und Porygon ist eh doof. Deswegen ist das schon in Ordnung. Raumschlag. Okay. Ja, sollten wir eigentlich hinkriegen. Wenn wir nochmal einen Krabhammer machen, wenn wir diesmal wieder treffen. Ja, sehr schön. Oh, ich hätte auch einen Absorber machen können. Dann hätten wir vielleicht wenigstens uns einen Heiltrank sparen können. Naja, egal. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt das Level ab. Sehr schön. Level 42 für Fred. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Also mit der Zeit wird das auf jeden Fall. Mit den Pokémon. Dann haben wir hier was gegen Feuerheiler. Haben wir noch zwei Stück. Ich bin irgendwie schlecht vorbereitet, was hier die Items angeht, habe ich das Gefühl. Wo ist der Supertrank nochmal? Da. Ich meine, Tränke habe ich, aber so Heiler. Da werde ich auf jeden Fall nochmal. Gibt ja den einen oder anderen Laden, wo man diese Sachen kaufen kann, werde ich da auf jeden Fall nochmal hinreisen. So, das ist die Frage: rechts oder links? Ich weiß es nämlich nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Zum nächsten Pokémon. Yay. Wow, okay. Ja, Rexblizzard. Auf jeden Fall irgendwas mit Eis. Ich weiß nicht, ob es Steineis oder Wassereis oder keine Ahnung. Kampf könnte da aber ganz gut sein. Wir versuchen mal, ob der Zertrümmerer trifft. Nietenranke, okay. Aha, ja, super, Fred. Sehr effektiv. Ja gut, Pflanze. Dann ist es Pflanzeeis. Dann könnte auch Pflanzeeis sein. Okay, das ist auch sehr effektiv, aber ja, hilft uns trotzdem nicht besonders weiter. Wenn es Pflanzeeis ist, was wäre denn da dann gut? Oh ja, Boden haben wir ja wie immer nicht. Wasser wäre theoretisch gut, aber wir haben halt jetzt nur das eine Wasser-Pokémon, was gleichzeitig auch Pflanze ist. Das wird also schwierig. Vielleicht Pflanze? Pflanze, Pflanze? Obwohl, Eis ist doch auf Pflanze gut. Ah, oh, das ist schwierig, jetzt was zu finden, was gut wäre. Ich nehme mal Patty. Ach komm, Patty. Patty kannst doch. Patty hat viele HP, Patty hat eine Kampfattacke und normal trifft auch neutral. Also, es trifft neutral auf normal. So wollte ich eigentlich sagen. Außerdem geht sein Attacker daneben. Sehr schön. Dann können wir mal Urteilskraft probieren. Nochmal eine Nietenranke. Ich hoffe, die macht nicht so viel Schaden bei Patty. Warum macht das so viel Schaden bei ihr?
So, ich hoffe. Ja, geil. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Haben wir hingekriegt. Und beide erhalten ein paar Erfahrungspunkte. Schön. Gut, dann sollten wir. Ich weiß nicht, ob wir dann Fred erstmal lieber nicht vorne ranstellen sollten. Weil ich wollte ja vor allem erstmal, dass er auf Level 42 kommt. Deswegen überlege ich gerade. Wir könnten sonst doch Patty einfach nochmal vorne ransetzen. Weil ich finde Patty eigentlich ziemlich gut gegen sehr viele Pokémon. Probieren wir erstmal mit ihr weiter. Ich glaube, mit ihr haben wir schon lange nicht mehr weitergemacht. Gott, das ist doch bestimmt eine schlechte Idee, jetzt hier rüber zu springen, oder? Da muss ich doch jetzt bestimmt wieder einen Umweg laufen. Ach ja, Porygon. Ja, cool. Kann Patty gut fliehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich versuch's einfach mal. Yes, sehr schön. Ich werd gegen Porygon nicht kämpfen. Das ist jetzt einfach meine Standardregel. Ich kämpfe gegen dieses blöde Porygon nicht. Oh, jetzt geht das ja wieder hier ewig weit. Ich hasse solche verwinkelten Gebiete. Duflor. Hi, Duflor. Pflanze Gift. Normaler Tag. Machen wir einfach mal Stärke, oder? Ich weiß gar nicht, was der Sternschauer. Ich probiere einfach mal den Sternschauer aus. Giftstreich. Oh nein, nicht vergiften, Patty. Nicht vergiften. Ah, okay. Immerhin ist sie nicht vergiftet. Ich habe keine Ahnung, was der Sternschauer macht. Wir gucken einfach mal. Er macht schon mal Schaden. Na, gucken wir mal, was Stärke so macht. Ich glaube, Sternschauer war gut gegen mehrere Gegner. Ich glaube, dafür habe ich das drin behalten. Bin mir gerade nicht sicher. Aber das sah schon mal eindrucksvoll aus. Und hat auch wesentlich mehr Schaden gemacht. Allerdings brauchen wir jetzt noch mal einen Hypertrank für Patty. Sonst wird sie den nächsten Schlag wahrscheinlich nicht überstehen. Also könnte sie, aber das Risiko gebe ich lieber mal nicht ein. Wir wissen ja, dass es eine Range gibt zwischen diesen blöden Attacken die ganze Zeit, was ziemlich nervig ist. Nein, nicht das. Also solange er jetzt nicht einen Volltreffer macht, sollte die nächste Stärke eigentlich passen. Kann natürlich sein, dass er jetzt einen Volltreffer macht oder sowas. Nee, zum Glück nicht. Und wir sind bisher auch nicht vergiftet worden. Das ist sehr schön. Außer wir werden jetzt vergiftet, weil er stirbt oder so. Ich hoffe es aber mal nicht. Nee. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Dann einfach nochmal einen Hypertrank. Oh, ich habe halt einfach auch gar keine Lust, da jetzt dann 10-mal hin und her zu laufen. Ich laufe da jetzt bestimmt den absolut falschen Weg. Und dann muss ich... Oh Gott. Keine Lust, ey. Naja, aber was wollen wir machen? Was hier irgendwie hier... Ja, war so klar. Das heißt, ich muss oben lang. Einmal nochmal den kompletten Weg lang. Alles klar. Obwohl, wir können erstmal hier hinten lang gehen. Ah, guck mal. Da ist doch wieder einer. Gut, dann kämpfen wir gleich erstmal gegen den. Nicht Top-Trank, sondern Top-Schutz. Genau. So, dass wenigstens die schwacheren Pokémon nicht zu uns hinkommen. Hallo. Sei gewarnt, Sterblicher. Ich kann die Zukunft sehen. Das heißt, du siehst jetzt schon, dass du verlierst. Das ist ja... Ist ja traurig irgendwie. Das ist ja voll deprimierend. Psycho Markus mit einem Krippuck. Was zur Hölle ist ein Krippuck? Geist? Ist das Geist? Das sieht aus wie Geist, Psycho, keine Ahnung was. Das Lustige ist halt, wenn es Geist ist, kann es mich eh nicht angreifen. Deswegen machen wir einfach mal eine Kaskade und gucken mal, wie gut die läuft. Oh, du hast Krippuck. Ja, okay. Gefällt dir wohl nicht so ganz. Zubiris. Zubiris sagt mir was. Ist das nicht auch Geist? Geist, Psycho oder sowas? Nee. Unlicht? Unlicht? Geist? Könnte das sein? Ich weiß gerade nicht. Oh, Kaskade macht immer ein bisschen Schaden. Also sagen wir mal so. Naja, ich mache einfach die ganze Zeit Kaskade, ist doch egal. Rückzug hier. Oh, er macht mehr Schaden, als es sollte.
Riskiere ich nochmal einen Ruckzuckhieb oder was auch immer der noch so kann? Oder ich lasse einfach Patty einen Volltreffer machen. Ja, geil, danke. Nehme ich gern. Immer, immer gern, Patty. Es regnet halt auch noch die ganze Zeit. So, was haben wir denn da sonst noch so? Ein Trauenmagil. Das ist wieder so ein Geistding, oder? Das ist doch alles ein Geisttrainer gegen Normal-Pokémon. Nehme ich gerne. Kein Problem, ey. Nur die können halt irgendwie alle andere Attacken, leider. Wenn die nur Geistattacken könnten, wäre ja alles cool. Aber so... So ist das ein bisschen unvorteilhaft. Weißt du, das macht ja nur Sinn, Normal-Pokémon gegen Geist-Pokémon einzusetzen, wenn die auch nur Geistattacken können. Ansonsten ist es halt doof. Ja, toll, jetzt hat's Wassertyp. Ja. Warte mal, wenn es einen Wassertyp hat, kann ich auch mit was anderem angreifen. Na, wo möchte ich das? Es greift doch bestimmt zuerst an. Ja, egal. Groll, mal gucken, was der Groll macht. Mal wie böse es jetzt ist. Kaskade wird um 4 reduziert. Ja, blöd, dass ich es nicht einsetzen will. Gucken, was Stärke macht. Wenn es jetzt ein Wassertyp ist, kann ich es ja mit Stärke wohl angreifen. Oh Gott, das macht ja gar nichts, ey. Wechselt das jetzt die ganze Zeit seinen Typ? Machen wir nochmal Urteilskraft. Also setzt nochmal Groll ein. Bestimmt gegen Stärke, oder? Ja. Hast du gut gemacht. Deswegen setze ich hier immer eine andere Attacke ein. So, macht das jetzt wenigstens mal ein bisschen Schaden? Oder hat das einfach so eine heftige Verteidigung? Nee? Nee, sehr schön. Gut, Patty. Schon 2 erledigt. Ah, Patty macht das. Auf die kann man sich immerhin verlassen. Boah, fast ein Level up wieder. Richtig gut, aber ich glaube, ich muss sie jetzt beim dritten rausnehmen. Ich glaube, das schafft sie sonst nicht. Jetzt holt sie Krypok rein. Ich weiß nicht, ich würde sagen Geist-Psycho, weiß es aber halt auch nicht. Was wäre denn dagegen gut? Geist. Geist wäre gut gegen Geist. Ja, dann... Ja, ist aber halt auch blöd, ne? Weil der jetzt angreift. Egal. Komm, Ellie. Schaffst du. Erstmal gucken, was der für eine Attacke macht. Konfu-Strahl. Nein, nicht Ellie verwirren. Ah. Komm, Ellie, du greifst trotzdem an, okay? Wir machen das jetzt einfach so untereinander aus, Ellie. Du greifst an und ich bin nett zu dir. Gut, dann hier, Dunkelklaue. Was macht Nachtnebel? Schaden, okay. Ah, das ging aber noch. Komm, greif trotzdem an, Ellie. Na, Ellie. Was mache ich denn eigentlich, wenn Ellie das nicht hinkriegt? Unlicht-Pokémon habe ich ja keins. Doch, ich hätte mit Honey hätte ich eine Unlicht-Attacke. Das könnte ich wahrscheinlich noch alternativ machen. Ja, toll. Da haut er halt ab. Verletzt du dich wieder selbst? Nee, ja, jetzt setzt du Dunkelklaue ein. Jetzt, wenn der Gegner nicht da ist. Und nächste Runde, wenn er wieder da ist, dann verletzt du dich wahrscheinlich wieder selbst und bringst dich damit um oder so. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Schemenkraft. Ha! Geht daneben! Aber bestimmt Ellies Attacke auch. Ja, ja. Ich hab's doch gesagt. War doch klar. War doch einfach klar. Aber hoffentlich schaffen wir es jetzt nochmal. Also nochmal eine... Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Dunkelklaue macht. So, vielleicht ist das ja ein One-Hit. Wenn er nur endlich mal trifft. Wenn sie nur endlich mal trifft, die Ellie. Ja, nicht mehr verwirrt. Ja, Dunkelklaue. Woo. Geil. Und? Habe ich es gesagt? Das ist ein One-Hit? Ah, das hast du jetzt so lange für gebraucht, Ellie. Richtig schlimm. Naja. Naja, Hauptsache du hast überlebt, Ellie. Alles gut. So sei es. Ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen. Aha! Du willst die Liga gewinnen? Hat die Person das gerade gesagt? Habt ihr das auch gehört? Ja, ne? Habt ihr auch gehört. Achso. Warte mal. Gehe ich da auf den Kopfschutz wieder? Und hier kein Lava-Keks, sondern ein Supertrank. Ich werde erstmal ein paar Supertränke nutzen, weil ich möchte eigentlich auch nicht die ganzen Hypertränke außerhalb des Kampfes verbrauchen, weil die könnten wir eher im Kampf gebrauchen. Und erst wenn es richtig schlimm aussieht, werde ich, glaube ich, nochmal hier aus der Höhle rausfliehen. Weil
Bis dahin möchte ich hier möglichst weit vorankommen eigentlich. Ja, komm, die eine KP sollte ja passen. Am Ende stirbt das Pokémon halt wegen der einen KP, aber egal. Sind alle Level 42 bis auf Ellie? Das ist doch schon mal super. Na, machen wir mit Patty nochmal eine Runde weiter. Okay, Sturzflug gefunden. Na, wenn wir jetzt eh direkt am Anfang sind, können wir ja auch nochmal heilen gehen. Wenn wir jetzt eh den ganzen Weg nochmal laufen müssen, weil ich ja hier so dumm lang gelaufen bin. Ja, natürlich ist wieder kurz vorm Kraxel ein Pokémon. Die warten immer dort, weil sie wissen, man muss da lang. Frechheit, ey. Was ist denn gegen Elektro eigentlich gut, außer Boden? Ach ja, nichts. Gut. Wer hat sich eigentlich solche bescheuerten Typen ausgedacht? Ja, gegen Elektro ist übrigens nichts gut, außer Boden. Das ist voll lustig. Und außerdem hat Elektro auch noch voll die starken Attacken. Weshalb man, wenn man nicht Boden ist, oder Pflanze, oder Elektro... Warum Pflanze? Oder Drache? Weshalb man dann total viel Schaden bekommt. Das macht richtig Spaß. Ach ja, Stahl ist es ja auch noch. Vergessen. Was macht Spiegelsalve jetzt? Schaden. Macht das viel Schaden? Macht das mehr als 71? Ja. Okay. Dann haben wir ja noch... ja, probieren wir mal Fred aus. Der hat ja eine Kampfattacke. Ich weiß, der ist Wasser. Vielleicht ist er aber schneller und macht eine Kampfattacke vorher. Wer weiß. Nee, okay. Ich glaube, jetzt habe ich Fred auch in die Abgründe geschickt. Naja, war schön mit dir, Fred. Oh, Fred überlebt. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und er setzt Trümmerer ein. Fred, das ist mein Kampfgeist. So will ich das sehen hier in unserem Team. Ja, na, eigentlich nochmal angreifen macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber wir können doch mal fliehen. Warte mal. Wir fliehen mal. Warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Weil ich normalerweise die KP möchte. Ich erinnere mich. Ja, Kraxler einsetzen. Danke. So, dann nochmal Pokémon wechseln. Gehen wir mal wieder auf Honey. Honey ist ja so mein Allrounder ein bisschen. Und jetzt gehen wir nämlich wieder zurück zum Start. Heilen uns da. Und dann... Ja, es bringt ja eigentlich nichts jetzt hier, das in der Folge zu machen. Ich werde dann auch mal gucken, entweder in einen Supermarkt gehen, also einen normalen Pokémon-Supermarkt. Oder es gibt doch diese eine Stadt, wo das ein richtiges Einkaufszentrum ist. Ich möchte halt einfach mal gucken, erstmal so ein paar Heil-Items finden, also zum Paralysieren, zum Vergiften, zum Bla, was auch immer, dass wir da gut ausgestattet sind. Und dann vielleicht noch gucken, ob ich noch ein, zwei Attacken finden kann. Eine Bodenattacke wäre ganz geil. Also, weiß nicht, könnte ich halt mal gebrauchen, weil Boden ist halt so eine Sache, die wäre halt gut. Und ja, deswegen werde ich da mal hingehen. Weil das bringt es ja jetzt nicht, wenn wir mit Honey fliegen. Gehen wir erstmal Sonneweg oder warte mal, wo war das denn mit dem Kaufhaus? War das hier? Nee. Kein Schimmer, wo das war. Hier? Das klingt alles nicht so, als wäre da ein Kaufhaus. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber... Außer vielleicht Jubelstadt. Boah, nee. Ich reiß dann einfach nach Sonneweg und guck, was da so läuft. Da werden wir nochmal hinfliegen und dann sehen wir uns nächstes Mal hier vor dem... vor der Siegestraße nochmal wieder. Weil ich da dann in der Zwischenzeit einkaufen werde und das müsst ihr ja nicht alles mitsehen. Und dann, ja, habt noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon auf dem Weg zur Liga mit unserem wundervollen Team. Und ja, ciao!